Blau-Rot TV nach dem Pokalspiel gegen Rot-Weiß Essen. Leider am Ende ein 1:3 aus unserer Sicht. Trotzdem ein ganz, ganz tolles Kämpferspiel, was ihr abgeliefert habt. Trotzdem schaue ich in ganz viele enttäuschte Gesichter. Bei uns in der Mannschaft, meinst du? Ja. Ja. Ja, weil wir haben in den Spiel geprüft und gefühlt von, da ist mehr drin. Wir haben noch mit Kali, mit Weber noch eine große Chance, mit Justin Klein. Taco auf der linken Seite noch ein paar gute Chancen. So. Und die waren auch nicht super. Die haben auch viel Fehler gemacht hinter. Natürlich haben die immer viel den Ball, das weißt du auch schon vorher. Aber ich habe vielleicht 3 Chancen hab ich weggegeben in 90 Minuten. Und dann denke ich von, ein bisschen rote Karte dann. Und habe ich gesagt, von, ja, natürlich den 3-1 auf dem Ende, das ist auch normal. Da müssen wir nach vorne gehen. Wir wollen auch den Zuschauern hier zeigen, dass wir auch gerne immer nach vorne gehen wollen und müssen. So den 3-1 natürlich ist egal eigentlich, aber ja, ein Tausch, weil da war mehr drin. So den 2-0, 2-1 war noch drin. Und dann denke ich, wenn wir den 2-1 oder 2-0 gemacht haben, dann waren wir hier von Platz mit einem Sieg gelaufen. Ja. Ja, man hat Essen auch angemerkt zwischendurch, die hatten glaube ich nicht unbedingt damit gerechnet, dass ihr euch so wehrt. Die wirkten durchaus beeindruckt, oder? Ja. Du hast gesehen, die hatten gedacht, dass wir nur verteidigen. Wir haben viel verteidigt, aber auch mit Momenten viel gepresst und auch nicht abgewartet. Und die haben auch viel Fehler gemacht, aber nicht nur wegen denen, aber auch wegen unserer guten Pressing. So, ich denke, dass das ein gutes Zeichen ist für die Mannschaft, auch für die Fans. Und ich hoffe, dass wir jetzt jedes Spiel noch in der Meisterschaft noch gewinnen und dann zusammen mit den guten Fans hoffentlich wieder so viel, aber jede Woche hoffentlich gewinnen und dann zusammen feiern. Ja. Ja, mit der Einstellung geht mit Sicherheit noch was, wenn ihr die aufrechterhalten könnt. Über 8000 Zuschauer in der Grotenburg, ich weiß nicht, wann wir das zuletzt hatten. Wie fühlt sich das an, hier auf dem Platz zu stehen bei so einem Spiel? Ich habe keine Ahnung. Wann war das? Das letzte Mal, keine Ahnung. Aber wie war es heute? Heute war überragend, war super. Ich war den ersten Spiel in Rotenburg verletzt in der Regionalliga. Hier den ersten Spiel wieder mit beide Seiten öffnen war ich auch gesperrt. So, jetzt war eigentlich mein erstes Mal wirklich Rotenburg. Ja, war super. Ja, war super. Ja. Aber Fans gut gemacht, auch mit den Aktionen und so, war überragend. Ja. Also können wir am Ende sagen, trotz des Ergebnisses nehmen wir viel Positives mit heute. Ja, ich denke, wenn wir so jedes Spiel spielen in einer Meisterschaft, in der Oberliga, dann können noch gute Sachen passieren. Dann hoffen wir erstmal, dass ihr Sonntag an die Leistung anknüpfen könnt. Vielen Dank für deine Zeit jetzt. Danke dir.